Es geht wieder weiter mit Let's Play Judgment. Ich bin es MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir endlich Ayabe hier getroffen. Das ist der werte Spion, sage ich jetzt mal, den wir hier in der Polizei haben. Das ist unser, wie gesagt, Informant. Er hat uns hier ein paar Informationen gegeben über Hamura und den Fall des Maulwurfes. Aber so wie es aussieht, haben wir gar keine Zeit, uns darum zu kümmern, denn wir sind schon wieder in der nächsten Zeitaufgabe. Was ist das für ein Geräusch? Ein Alarm? Wo kommt er? Oh, jetzt expediert irgendwas. Scheiße! Expediert dicht. Was? Das war eine Explosion. Ah! Lauf! Ruf die Polizei! Hört ab! Terroristen? Oder so eine Yakuza-Sache? Schon wieder dieses Geräusch. Noch eine Bombe? Wo kommt das? Der verrückte Bomber schlägt zu. Oh oh. Wartet. Da. Langsam, langsam und... Kann ich den schärfen? Hier also. Und es ist wirklich eine Bombe. Mama! Was macht das Kind hier ganz alleine? Das ist übel. Dieses Kind könnte... Was mache ich nur? Was mache ich nur? Keine Zeit nachzudenken. Scheiße. Noch 15 Sekunden. Der blaue Draht! Der blaue Draht! Was zur... Scheiße. Keine Zeit. Muss einfach machen. Schade, bei mir wird die Bombe explodiert, hätte den blauen Draht gezogen. Es ist aber immer der rote Draht. Haben wir überlebt? Yasukun! Mama! Tut mir leid, tut mir leid. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es wäre vorbei für uns. Ein Anruf. Wer ruft mich mit einer unterdrückten Nummer an? Hallo? In Kamerun sind Bomben verteilt. Bitte was? Ich sagte, ich habe Bomben in Kamerun verteilt. Drei insgesamt. Die erste ist schon explodiert, wie ich sehen konnte. Die zweiten haben sie gerade entschärft. Bleibt nur noch eine. Moment mal. Wer sind sie? Und wo haben sie meine Nummer? Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, um Fragen zu stellen? Sie haben 5 Minuten, bevor die Bombe hochgeht. Wenn Sie nicht wollen, dass noch immer verletzt wird, sollten Sie anfangen zu suchen. Warten Sie, Moment. Schön, ich suche danach. Aber wo? Sie müssen mir einen Tipp geben. Ich schätze, es wäre sonst unfair. Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Sie finden sie im Engel des Kriegerlabyrinths. Engel des Kriegerlabyrinths? Was soll das für ein Hinweis sein? Denken Sie gründlich darüber nach, ja? Aber denken Sie dran, die Uhr tickt 5 Minuten. Schaffen Sie es nicht. Mit dieser Sache unschön hätten. Wahaha! Engelskirns. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich ignoriere einfach die Aufgabe. Ich dachte jetzt irgendwie, dass irgendwas Engel heißt. Oder so. Engel im Kriegerlabyrinth. Warte mal. Ich habe eine Idee. Also was... hier. Nee. Ein Champion. Ich gehe jetzt mal in den Champion District. Weil, der Champion District, das ist für mich das, was am ehesten so wie Labyrinth ist, weil das sind so ganz enge, kleine Gassen. Es ist nicht so, dass ich wirklich eine Ahnung hätte. Und wenn du mir keine Tipps gibst, bin ich mir ganz sicher, dass ich das verkacke, aber versuchen wir es trotzdem. Ich wollte doch eigentlich zu der anderen Hauptaufgabe gehen und zu Lamarche und Unterwäsche kaufen für den Unterwäschendieb, Mann. Den Dr. Unterwäsche oder so. Oh, ein Schlüssel. Nee. Warte mal, gibt's hier irgendwas? Earth Angel! Earth Angel! Earth Angel! Da gibt's ein Lied. Oh, Leute, ich kenne mich in Kamurucho aus, Mann. Alter, liebe Leute! Jetzt mal ganz ernsthaft, Mann. Auf alles, was ich in meinem Leben habe. Ich wusste das jetzt wirklich. Weil der Champion District ist so ein richtiger Labyrinth, was man so richtig schwer kennt. Und ich wusste nicht, dass es da ein Engelbar gibt. Aber das. Es ist halt, wie gesagt, so ultra verzweigt. Sehr geil, Mann. Engel im Kriegerland. Es muss damit der Earth Angel im Champion District meinen, oder? Also, wo ist die Bombe? Hab sie. Sieht genauso aus wie deine Bombe. Ich muss nur ein Rad herausreißen. Den blauen! Den blauen! Bist du langweilig? Hat das funktioniert? Der Zeller hat angehalten. Gott sei Dank. Muss. Hallo.
Gute Arbeit. Was soll das alles? Was haben Sie vor? Nicht so hastig. Ich habe Sie auserwählt, müssen Sie wissen. Auserwählt, wofür? Um mich aufzuhalten. Entweder gelingt es Ihnen, oder Kamarujo wird in Flammen aufgehen. Ich befürchte, das hier ist noch nicht vorbei. Seien Sie einfach brav und warten Sie auf den nächsten Schachzug. Hey, er hat aufgelegt. Spezialist dieser Typ. Er meinte, das wäre noch nicht vorbei. Scheiße, was soll ich machen? Der Fluch ganz schön viel ist mir aufgefallen. Naja, zumindest haben wir die Aufgabe geschafft. Hab mir jetzt sehr gefreut, dass wir das hier hinbekommen haben. Ich bin richtig stolz auf mich. Das ist halt das Schöne, Mann. Ich habe ja inzwischen knapp 100 Stunden hier in Kamurocho, okay, in Sotombori, aber so gespielt bei Yakuza 1 habe ich so etwa... Oh, da kann man auch mal wieder hingehen. Unser Nudelfreund ist das... Was ist? Wollt ihr euch mit mir anlegen, Mann? Ich... bei Yakuza 1 habe ich so um die 40, 50 Stunden verbracht, in Yakuza 2 so um die 30, 40 und jetzt halt hier, jetzt haben wir schon 5, 6, 7 Stunden, also an die 100 Stunden kommen wir hier langsam. Deswegen kenne ich mich doch inzwischen ein wenig aus. So, ich finde es nett, da werden jetzt so grüne Punkte angezeigt, wo wir hingehen müssen. Das fällt mir erst gerade unten auf der Minimap auf. So, schauen wir, wie es läuft. Freund. Willkommen, Yagami-san. Hungrig? 10% achso, das ist jetzt nochmal der Rabattgutschein. Naja, können wir trotzdem essen. Gebratener Reis, Gyoza. Crushing Chance Challenge, genau das werde ich haben. So. Habe ich gern gemacht. Crushing Challenge, nett. Ja. Haben wir ihn mir verkauft? Oh, das sind ja. Ne, ich dachte, das wären jetzt auch Yakuza. Ich würde jetzt. Wenn es mir jetzt erlaubt ist, schnell zum Le Marsch gehen, die Unterwäsche für den Professor Unterwäsche, den Unterwäschenspanner, den Wüstling der Hosen, der Reizwäsche, würde ich hier gerne mir schnappen. Deswegen brauchen wir, wie gesagt, die Unterwäsche. Nein, Stamina X. Hä, ich bin doch gar nicht in Le Marsch, ich bin doch ein Popo. Popo, ich will nicht zu Popo. Bin ich echt falsch abgekommen. Wo ist denn Le Marsch? Da ist Le Marsch. Genau, der Höschenprofessor. Dr. Unterwäsche gefällt mir aber auch ganz gut. So. Alter! Oh. Ich hoffe, es gibt einen Move, dass man die auf die Straße schmeißen kann. Ich muss mal blocken. Weil das Spiel... ich sag ja... Ist nicht so richtig aus Ausweichen. Stehst du nochmal auf? Gedacht so wie vorige Yakuza-Spiele. Sondern, ist ein bisschen mehr, glaube ich, aufs Blocken ausgelegt. So. Also, Le Marsch, das ist dieser Edelladen. Ja, ja, kenne ich schon. War ich normalerweise nie. War immer so teuer. 10.000 Yen! Oh mein Gott, was bringt man eigentlich das da? Bei reifen Frauen, vor einem bekannten Star entworfen. Geschenke, brauche ich nicht. Ich kaufe mir nur Unterwäsche. So, wenn sie das Geschenk verpackt haben, Sir? Nein, danke. Ich brauche sie gleich. Sie brauchen sie gleich. Na schön, Sir. Diskussion ist bei uns ganz schön. Moment, was? Nein, die sind doch nicht für mich. Natürlich nicht, Sir. Eben das seine. Heute bleibt doch kein Auge trocken. Okay. Sobald ich Peisern angebracht habe, muss ich es aufs Dach bringen. Der war nett, Mann. Hey. Yagami, du musst dich nicht schämen für deine Perversionen. Hey, wenn du teure Frauenreizwäsche anhaben willst, dann machst du das, Mann. Hey, wir leben hier in einem freien Land. Ich meine, solange du jetzt nicht Unterwäsche, solange du nicht jetzt die Unterwäsche klaust von anderen Frauen und sie anziehst, ist alles in Ordnung. Naja, sehen wir uns erstmal daheim ein bisschen aufs Ohr, wenn wir Zeit haben, und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Damit hat sich das aus Ohrlegen schon mal definitiv hier leider. Schmeiß ihn! Erledigt. Ich wollte eigentlich dieses scheiß Bike haben. Jetzt ist das Bike natürlich kaputt. So. Alter, zum Glück gibt es hier kein Taumeln. So. Ha, voll die gute Taktik, Mann. Das war schlecht. Ach. Bam! やってるな、タボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。まあ、そっちはカジノの続きはどうだった。100万の価値。え？まだいけそうだったんだけどな。切りのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ。それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか。いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か。ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻ケヘルス。相手した女の子はカナエちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからカナエちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれん。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか。こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに言ってくれて。Perversling. Ein Perversling bist du, mein Freund. So, haben wir eigentlich inzwischen schon was Schönes, was man, mit was wir den Raum schmücken können? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe keine Gegenstände, super. Nö, dann halt nicht.
Platten haben wir auch nicht. Eigentlich haben wir nichts. Aber ist da was in meiner Box drin? Das ist schon Truth Seeker Pack. Okay, nehme ich. Keine Ahnung, was ist, aber nehme ich gerne mit. So, wartet. Verbandskasten haben wir voll Lachs Onigiri. Keine Ahnung. Oh, Shortcuts? Cool. Ich wüsste nicht mehr. Ach, auf dem Pfeiltasten. Das ist nett. Machen wir dann. Terina brauche ich eigentlich nicht. Hä? Aber wie ist nochmal das andere? Das andere ist. Ich weiß nicht mehr, wie das andere Item heißt, aber ist wurscht. Wundert mich gerade, dass es Shortcuts gibt. Das ist eine nette Idee. Das ist eine richtig gute Idee. So, was haben wir denn eigentlich da alles? Kaffee Alf, Pausenbrötchen, das sind alles Aufgaben, oder? Nö, hab jetzt keine Lust. Man muss sich auch mal hier ums Wesentliche konzentrieren. Obwohl, doch, im Café Alps ist doch der nette Typ, der hier versucht hat, so eine Dame anzubaggern. Und leider hat es immer nicht so gut bei dem geklappt. Der war mir sympathisch. Wenn ich den Eingang finde, doch, da will ich rein. Hä? Christina? Nein, ich bin ins Café Alps. Da, genau. Nee, das ist was anderes. Nee, da will ich nicht rein. Ihr wisst doch noch, einmal gab es doch, wo der eine Typ hier mit seiner Kollegin ausgehen will und es nicht geschafft hat. Aber den finde ich nicht und deswegen habe ich keine Lust. So, deswegen gehen wir hier lieber schnell gleich zur nächsten Aufgabe. Komm, schauen wir mal, ob wir ein paar Infos hier rausfinden können. いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのは、ゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。35分コースだ。まあ、初心者だからね。いや、でも初心者だからこそ、本当はもっと長くいてもらいたかったな。そういうもんなのか。まあ、でも別にお客さんの自由ですから。正解も間違いもないから安心してください。ご指名はどうしましょう？今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。かなえちゃんを。かなえちゃんですね。どうかした？かなえちゃんで間違いないね。ああ、かなえちゃんで。かしこまりました。それじゃオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？そりゃもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。かなえちゃんは一つだけ目隠しプレイが NG でして。目隠し？彼女はその目を隠すとか、ちょっと怖い思いをしたことがありましてね。わかる気がするよ。最近関西のヤクザがこの辺で妙な死に方してるし。いや、まあお気になさらず、お部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。Oh Leute, unser erstes erotisches hier Date hier mit der guten Kana. Ich hoffe, Kana war es aber, das habe ich schon richtig in Erinnerung, hoffe ich jetzt einfach mal. Nun gut Leute, wir werden dann sehen, ob wir hier einige Infos rausbringen können oder ob wir uns nur ein wenig vergnügen werden. Doch, wie es dann genau weitergeht, sehen wir es beim nächsten Mal von Let's Play Judgment. Haut rein und bis dahin, ciao.